mal. Also ich finde, du solltest Papa zumindest die Chance geben, dir alles zu erklären. Katrin, was soll er mir erklären? Naja, irgendwas muss er sich ja dabei gedacht haben. Er hat sich doch nur ein Boot gekauft, Himmel nochmal. Das Boot ist ein Luxusschiff. In jedem Fall ist so ein Boot doch immer noch besser als eine Geliebte, oder? Aber das ist doch nicht euer Ernst. Doch nicht Papa. Katinka, seit du auf der Welt bist, bist du davon überzeugt, dass dein Vater ein Heiliger ist. Aber du kannst ihn doch nicht einfach nach 25 Jahren vor die Tür setzen. Und ich meine, wo soll er denn jetzt wohnen? Auf seiner Yacht zum Beispiel. Und wenn Papa sich entschuldigt und die Yacht wieder verkauft? Es gibt nichts, womit er sich entschuldigen könnte. Katrin. Das ist Pietro. Buonasera. Pietro, das ist meine Tochter Katrin. Guten Abend. Sie habe ich doch schon mal gesehen, oder? Er war in der Akademie. Ja, also ich gehe dann ins Bett. Isabel, mach die Tür auf! Hey, geht das Ganze auch ein bisschen leiser? Isabel, bitte! Hey! Mach die Tür auf! Fixer.